Heulöscher weg. Okay, wir rennen mal ein bisschen weg. Ah, guck mal, süß. ach Gott, ey, jedes Mal. Entschuldige bitte, ich muss dein Auto nehmen. Verpiss dich. Ich muss leider abhauen. Auf geht's. Moin Moin da draußen, meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Jagd mich ganz alleine, den Ralf. Ja, Hype, Party. Leute, mit einem sehr geilen Fahrzeug. Ich musste einfach gleich aufnehmen. Habt das Fahrzeug gerade gesehen auf GTA Mods? Ein Mercedes-Benz GLS 63 AMG aus dem Jahr 2015. Und, oh shit. Also ich muss schon wirklich sagen, das Auto hat für mich so viel Style. Und wir gucken uns mal von außen an. Dieses Dreckswetter hier, aber die Sonne scheint auch ein bisschen. Müssen wir mal durch. Super geile Felgen. Die Front ist brachial. Ich weiß ja nicht, wer von euch da draußen Mercedes-Fan ist, aber ich finde, dieses Fahrzeug hat wirklich Style. Also ohne Scheiß, hier geht die Party ab. Auch von hinten muss ich sagen, ist so ein bisschen die Familienkutsche mit, für Leute mit zu viel Geld. So Leute wie ich eben. Und, boah, der Sound, ich hoffe, ihr habt es auch gerade gehört. Und auch hier die Innenausstattung. Sehr, sehr geiles Auto. Das kommt von Seisei und Alex 9581. Also wirklich sehr geil. Oh, die Karre schiebt man. Oh, oh, oh. Da haben wir aber ein Biest auf der Straße. Da haben wir ein richtiges Biest auf der Straße. Komm, einmal noch Auspuff. Einmal, komm, viel Zündung. Gib sie mir. Nice. Sehr geil, Leute. Damit werden wir heute rumfahren. Ich habe natürlich auch wieder den C4-Mod mit drin. Und das wird auf jeden Fall sehr, sehr lustig und viel Action heute. Und wir ziehen uns mal kurz das Intro rein. Verpiss dich. Und dann geht's gleich los mit Jag mich. Weiter geht's. Komm, geh aus dem Bild. Ah, geh aus dem Bild, die Karre. Du und ach. Ach, egal. Komm schon. Löschen. Lösch das Fahrzeug. Komm, verpiss dich, Flammen. Alles geht in die Luft, alles geht in die Luft. Oh nein. Nicht dein Auto. No, fuck. Oh, da war. Oh Mann, ey, nein, seid mal nicht so aggro hier. Nur weil ich ein bisschen gezündet habe, ey. Ups, das war die falsche Taste. Keulöscher weg. Okay, wir rennen mal ein bisschen weg. Ah, guck mal, süß. ach Gott, ey, jedes Mal. Entschuldige bitte, ich muss dein Auto nehmen. Verpiss dich. Ich muss leider abhauen. Auf geht's. Wenn ich mit diesem Auto... Wie geil das ist. Wenn ich mit diesem Auto auch mal die Jagdlich-Folge machen soll... Sagt Bescheid, ey. Das ist ja nur noch witzig, ey. Ich hab schon wieder ganz vergessen, dass ich dieses Auto immer noch hier drin habe. Oh, guck mal hier, was ist für ein Motorradgänger was hier? Verpisst euch! Scheiß Biker, Mann! Haut ab! Aber Leute, wenn ihr so eine Folge haben wollt mit dem Auto, dann schreibt es mir in die Kommentare. Ich muss jetzt leider kurz abbrechen und ich muss mir den GL63 wieder spawnen. So geht's hier nicht weiter. Wir sind wieder auf der Straße, diesmal mit Gläsern im Dach, wie ihr sehen könnt. Ich habe das Fahrzeug jetzt mal ungetuned gelassen. Aber das war eine heftige Explosion mal wieder. Typisch. Und diese kleinen Polizeiautos sind eigentlich super funny, oder? Eigentlich soll ich die drin lassen. Einfach nur, weil es lustig ist. Guckt ihr das mal an? What the fuck, Alter? Oh, ja, ich glaube, ich habe da vorne... Fehlt mir was. Ah, hallo. Der T5 jagt mich auch mal wieder. Das ist übrigens die deutsche Installation. Ich habe ja dieses kleine Fahrzeug... Entschuldigung. Ah, komm. Nein, C4 brauche ich. Diese kleinen Fahrzeuge nur rein, um mal so eine Transportfolge zu machen. Warte mal, krieg ich da C4 dran geklebt? Wartet mal. Und, ah, ja, ich hab's. Alles klar, okay. Weg. Und 3, 2, 1. Holy shit, Leute. Holy shit, man. What the fuck? Alter Schwede, what the fuck? Ich brenne ich? Nein. Sehr gut. Ich habe die ganze Stadt zerstört mit einem... Mit einmal C4 schmeißen. Eine Sky has no vision. Da kommt er wieder angefahren. Seht ihr ihn? Wow. Unser kleiner Held in seinem Polizeiauto. Naja, Auto kann man es ja nicht nennen. Ja, okay. Ja, genau. Ich hab's genau reingeschmissen. Passt auf, in 3, 2, 1 und... Bam, Alter. Holy, wow. Nicht dein Ernst. What the fuck. Yo. Ja, nice. Hab ich genau... Oh, guck mal, wie der brennt, Alter. Du bist leider RIP, Kollege.
Mein Auto hat auch schon bessere Tage gehabt, wie ihr sehen könnt. Keine Türen mehr. Hinten links fehlt der Reifen. Überragend. Ja, da so gefallen mir die Jagdmich-Folgen auf jeden Fall. Genauso muss es sein. Wow! Wow, wow, wow! Panzer! Weg, Ralf! Auf Wiedersehen, gib Gas, gib Gas! Alter, was macht denn der? Der ist ja voll ein Maniac, Alter. Scheiß Panzer, ey. Oh mein Gott. Lass mich in Ruhe. Panzer! Oh Gott, hier ist der Friedhof. Oh shit, der Panzer. Seht ihn auch. Weg. Alles klar. Ich habe ganz vergessen, dass ich beim 5 Sternen schon wieder hier Panzer bekomme. Wie übel, ey. Mein Auto ist aber auch richtig, richtig im Arsch. Aber ich komme hier noch raus. Ich komme raus. Fahr. Ja, nice. Okay, Leute. Okay, wir sind auf dem Weg zur Militärbasis. Da vorne ist eine Absperrung des Militärs. Mir egal. Easy vorbeigekommen. Ah, das... Oh, ist da vorne ein Panzer? Ist ein Panzer. Alter! RIP. Heavy Stuff, Leute. Ohne Scheiß. Das war ja gerade wieder mal eine völlige Zerberstung. Und schreibt mir bitte auch immer in die Kommentare, was ihr davon haltet, ob ich das wieder in Zukunft öfters machen soll. Ich meine, die Karre hier ist echt nice so. Also muss ich mal wirklich mal sagen. Wenn man jetzt auch mal bei Tag so sieht. Echt ein sauschönes Modell. Kann ich euch nur empfehlen, wer sich auch Fahrzeuge moddet. Gibt es als Replace als auch Add-on. Ich packe einmal die Add-ons rein. Da habe ich nämlich weniger Stress mit dem Car-Handling und Sound und so. Hört ihr selbst. Geiler Sound vom Auto, geiler Sound. Ich hoffe, das mit den Soundeinstellungen haben wir jetzt auch wieder hinbekommen. Bei der Emergency-Folge, die ich aufgenommen habe, die übrigens sehr viele geguckt haben. Vielen Dank für das positive Feedback. War der Ingame-Sound ein bisschen leise. Das passiert manchmal, weil ich ja zwischen Aufnahme und Livestream immer, benutze ich mein Headset oder meine Membrane hier, in die ich reinrede. Und das ist ein USB-Headset. Boah, der Sound in dem Tunnel, Alter. Wie geil. Gleich nochmal anhören. Nice. Ich hoffe, es kommt gut rüber. Wenn nicht, habe ich es wieder verkackt. RIP Audio Ralf, ey. So. Wir benutzen weiterhin C4, weil es einfach das Geilste ist. Wen kleben wir denn jetzt mal ein bisschen C4 an die Bude? Hier, dem da. Guten Tag. Viel Spaß damit. Und wir sollten mal ein bisschen Abstand gewinnen. In 3, 2, 1. Nein, mein Auto brennt schon wieder. Nix gut. Raus. Oh, fuck. Ah, raus aus dem Auto, Ralf, raus. Nicht brennen. Weg. Alles klar. Gut ab. Was ist denn das jetzt? Was passiert denn jetzt? Warum mach ich denn jetzt so eine fucking Mission, Alter? Nicht dein Ernst, oder? Oh, fuck, Leute. Habt ihr es gesehen? Friss, C4! Oh, fuck. Das war dumm. Ja, RIP, Ralf, RIP. Passend zu diesem schönen Emergency-Rot, dachte ich mir, nehmen wir mal so ein matt-dunkelrot in die Richtung. Ist auf jeden Fall sehr, sehr geil. C4 wird wieder ausgerüstet. Ah, ich mag den Sound von dieser Karre wirklich gerne. Jetzt machen wir mal Licht los. Fernlicht. Ach, guck mal, den Civic gibt's ja auch noch. Ich muss leider die Scheibe einschlagen. Sorry, Leute. Guck mal, sieht so aus, als würde das ans Auto gehören. Diesmal fahre ich ein weiteres Stück weg, okay? Kleines Stück weiter weg. 3, 2, 1. Mein Auto ist nicht explodiert und brennt auch nicht. Yay. Und ich werde auch voll krass weggeschoben von der Druckwelle. Hör auf damit. Ah. Das ist so heftig, Leute. Bei dieser Explosion immer. Da kriegst du immer so einen Schub, dass ich auch gar nicht mehr lenken kann. Das ist echt krass. In 3 und in 2 und in 1. Kaboom! No! Schub. Haha, die kleinen Autos wieder. Ich lach mich tot. Ah! Hör auf. Ah. Ihr seht es ja selbst. Manchmal ist da einfach nichts mehr mit Kontrolle. Oh, süß, oder? Shit, ich hab den nicht mehr getroffen. Runter on the beach. Jagt mich, ihr Penner, jagt mich! What the fuck? Was ist mit dem Auto hier los? What the fuck? Warum? Wow. Oh, nice Lando-Life. Ah, hab ich mal wieder gut hingekriegt.
Alter Schwede, was ist denn mit dem Reifen hier los? Hör mal auf damit. Okay, 5 Sterne, wir haben wieder Panzer, Leute. We have Panzers. Ich fahr jetzt aber wieder hoch, ne? Ist hier schon klar, ne? Da liegt ein Kopf. Wie übel. Lasst mich in Ruhe, ihr Penner. Ich nehme hier nur die YouTube-Folge auf. Ich kann da gar nichts dafür. Ich werde... Oh, der Panzer! Ich werde dazu gezwungen! Weg hier, Ball, weg. Ah, Alter, Gänsehaut. Der Panzer. Ich krieg ihn nicht mehr ein. Hau bloß ab. Hier, C4 hin. Zack, komm. Und in 3 und in 2 und in 1. Und auf Wiedersehen, Helikopter! Ah nein, das sind wir noch da. Oh. Dafür. Wow. Was passiert hier gerade? Ich muss immer aufpassen, dass ich nicht irgendwo einen Panzer habe, weil die sind auch echt mies. Oh, ich glaube, ich wurde gerade getroffen. Habt ihr das gehört? Hab ich gemacht. Okay, wir sind on the beach. Der scheiß Heli. Hallo. Ah, guck mal. Sieht hier. Ein Geschenk für euch, meine lieben Zuschauer. Was haben wir hier? Nix. Boom. Alter, diese Explosion. Nicht normal, oder? Ich habe auch die ganze Stadt... Wow. Was für ein Boost ist das denn? Ich habe die ganze Stadt leer geräumt, so wie es aussieht, oder? Vorsicht. Ah, Mann, Alter. Das war... Ey. Dafür kriegst du C4 auf dem Motorhaube. Pech gehabt. So, wir verstecken uns jetzt mal in dieser Baustelle. 3, 2, 1. Oh shit, ging nicht. Lass mich in Ruhe. 3, 2, 1. Einfach mal die halbe Baustelle weggesprengt. Mit mir selbst natürlich. Au. Okay, wir haben irgendwie brennen hier sehr viele Leute gerade. Ich habe keine einzige Tür mehr. Ah, es ist so ziemlich, ich habe alles hier verloren. Hier liegt mein ganzes Auto auf der Straße. Was zur Hölle? Kannst du es bitte wieder einsammeln drauf und mitnehmen? Das ist ja nicht normal. Warum liegen alle meine Autoteile direkt hier auf der Kreuzung? Keine Ahnung. Was macht der denn da? Ah, das war doch ganz klares Vergehen. Die werden leider weggesprengt. In 3, meine Reifen. 2, 1, Sprengung. Oh shit, mein Auto brennt und ich... Ah, zum Glück habe ich den Baum gerettet. Wow. What the fuck? Das war doch von der Explosion, ey. Oh, Baum, Achtung. Ah, nein, nicht dahin, das Auto brennt doch rein. Alter Schwede, das war ja geil, wie ich gerade über den Boden gescratcht bin. Komm, Auto explodiert jetzt. Auf Wiedersehen, 3, 2, 1. Bäh! Danke fürs Zugucken, ich bin draußen. Macht's gut, ein schönes Wochenende. Peace out.